Schlagstöcke ein. Es gab Verletzte, einige Demonstranten wurden festgenommen. Unter dem Protest von mehr als 1000 Menschen waren etwa 1200 Rechtsextremisten durch die Innenstadt gezogen. Ziel der genehmigten Demonstration war das Völkerschlachtdenkmal. Im Vorfeld waren rund 10.000 Unterschriften gegen den Neonazi-Aufmarsch gesammelt worden. Zivilcourage und der feste Willen für Demokratie friedlich zu kämpfen, 1989 die Wende einläutete, hat einen schweren Tag erlebt. Bei einem gegen erheblichen Widerstand aus Politik und Bürgerschaft genehmigten NPD-Aufmarsch ist es zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und Gegendemonstranten gekommen. Der Protesttradition aus 89 folgend stellten sich friedliche Demonstranten dem Zug der Neonazis entgegen, als sie dann auf Anweisung der Polizei von der gerichtlich festgelegten Kundgebungsroute nicht zurückwichen, griffen die Beamten hart durch. Ob sie dabei unverhältnismäßig handelten, wird noch zu klären sein. 10.000 Leipziger protestierten schon im Vorfeld mit ihrer Unterschrift auf diesem Transparent gegen den NPD-Aufmarsch. Bereits im September hat der Oberbürgermeister Tiefensee vergeblich versucht, die Demonstration der Rechtsextremen zu verbieten. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen sah aber auch diesmal den Antrag der Stadt nicht hinreichend begründet. Neben den Leipziger Bürgern versuchten auch zahlreiche Studenten, Linke und Autonome den Zug zu stoppen. Am Nachmittag ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen sie vor. Die Polizei drängte nicht nur die gewaltbereiten Gegner der NPD-Demonstration zurück, sondern setzte auch gegen die Bürger, die sich um Oberbürgermeister Tiefensee und den Leipziger Pfarrer Führer versammelt hatten, Tränengas ein. Also ich bitte darum, dass der Einsatzleiter noch einmal hier erscheint. Seit dem Mittag hatten die friedlichen Demonstranten versucht, den Zug der Rechtsextremen durch die Innenstadt zu stoppen. Fassungslosigkeit angesichts des Polizeieinsatzes gegen sie. Mir hat einer hier vom Hals weggedrückt und ich konnte ja nicht weg. Während des Aufmarsches der Rechtsextremen warf ein Hubschrauber Flugblätter mit der Aufforderung zur Gewaltlosigkeit ab. Ich bin empört darüber, dass wir keine andere Handhabe haben, gegen diese unsäglichen Parolen vorzugehen, gegen diese Keimzellen des Nationalsozialismus, des Ausländerhasses und der Ausländerfeindlichkeit. DGB-Chef Lukassen und PDS-Chef Porsch bezeichneten den Polizeieinsatz als völlig unangemessen. Die Polizei wiederum kündigte an, auch die Gegendemonstranten müssten mit Konsequenzen rechnen. Die NPD konnte sich am Beginn des heutigen Tages eigentlich ihres Erfolges dank des im Grundgesetz verankerten Demonstrationsrechts freuen. Die Abschmetterung des städtischen Kundgebungsverbotes in der Innenstadt war ausgehebelt durch Gerichtsbeschluss. Ein Großaufgebot der Polizei sollte störungsfreien Ablauf garantieren, versetzte aber die Stadt noch vor Beginn des Neonazizuges in den Ausnahmezustand. Überall war Stau, ortsunkundige Polizisten wussten auch nicht, wo es alternativ lang ging. Doch dann kam alles anders als geplant. Der Zug stieß wiederholt auf Hindernisse. Das eigentliche Tagesziel wurde nicht erreicht. Ungefähr 300 Meter hatte sich der Zug der rechten Demonstranten bewegt, als Organisator Christian Worch von der Polizei um 18.45 Uhr die Auflage bekam, die Veranstaltung aufzulösen oder umzudrehen. Letzteres passierte. Eskortiert von 3.000 Polizisten machten sich die ca. 1.200 Demonstranten auf den Rückweg. Ursprünglich hatten sie bis zum Völkerschlachtdenkmal laufen wollen. Immer wieder kam es auch auf dem Rückmarsch zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten. Entsetzen bei Gegnern des Aufmarschs. Ich denke, unsere Stadt ist offen für vieles. Aber nicht für solche Menschen, die ja auch nicht mal in dieser Stadt leben, die bloß diese Stadt benutzen. Und dieses Benutzen unserer Stadt, dagegen sind wir. Die vorläufige Bilanz der Auseinandersetzungen, mehr als 10 Festnahmen und mindestens 5 Verletzte. Gegen kurz nach 7:30 erreicht der Zug den Hauptbahnhof. Von dort aus geht es für die meisten per Bahn oder Bus wieder nach Hause. Vorläufige Entwarnung für die Polizei. Wir haben heute erfolgreichen Tag hinter uns gebracht. Wir haben es geschafft, dass die beiden politischen Lager nicht miteinander eskaliert haben. Schon kurz nach 8 ist es in der Stadt wieder relativ ruhig. Zahlen über die Kosten dieses Samstags werden erst in einigen Tagen vorliegen. Zu Gast bei uns im Studio ist jetzt Leipzigs. Am Rande einer Neonazi-Demonstration in Leipzig ist es zwischen linken Gegendemonstranten und der Polizei zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Es gab mehrere Verletzte und Festnahmen. Die vermummten Jugendlichen wollten sich dem Zug der Neonazis zum Völkerschlachtdenkmal in den Weg stellen.
Die Rechtsextremen konnten schließlich ohne weitere Zwischenfälle durch Leipzig ziehen.